Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In den letzten Folgen haben wir hier endlich die Besiedlung begonnen und haben uns mit relativ gutem Geld auch hier niedergelassen. Es scheint irgendwie alles zu gut zu laufen fürs Leben. Ne? Schauen wir hier, ob alles eh noch passt. Und unsere Hütten wachsen auch weiter. Die ersten Bäume wachsen und wir können auch wahrscheinlich bald hier sagen, dass die Aufforstung fertig ist. Der erste Wald ist auch schon fertig. Der ist auch schon hier schön am Hackeln. Gibt es noch einen weiteren? Oder ist das der einzige, den ich bis jetzt platziert habe? Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her gerade. So lange ist es gar nicht her, weil ich hatte am Wochenende. Ich habe ja alles... Oh Gott, ich habe ja keine Leute mehr. Mir sind die Leute ausgegangen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist das? Ah, das ist ein Holzfäller. Ah, da ist doch eins noch gebaut. Haha, schon. Und da auch, huh? Ich habe doch ein paar, drei Stück gebaut, locker. Ja, da kommen dann auch doch einiges wahrscheinlich noch zusammen. Nee, vier. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Es ist mal interessant zu wissen, wie viel ich denn insgesamt habe, weil ich kann jetzt aktuell nichts mehr sehen. Vorteil ist, die fahren jetzt wirklich zack, 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 zack. Und ein paar fahren halt nach hier hinten zwischendurch, glaube ich. Aber wenn es zwischendurch nur... Da haben sich ein paar entschieden, hier zu bleiben. Militärmission versucht, Gebäude fertig, Sammlerhütte. Wie viele haben sich denn entschieden, hier zu bleiben? Das wäre jetzt irgendwie gut zu wissen. Aber die Kleidung hat sich stabilisiert. 4 von 4. Ja, perfekt. Fischhütten können auf jeden Fall aufgefüllt werden. Alter, es geht ab. Was passiert hier? Ah, Markt habe ich auch fertiggestellt. Da war das gleich der zweite Stoffplatz, damit... So, schau mal. Huch, was ist das denn? Warum sind hier so viele Plätze frei? What? Kleidung. Arbeiten. Und behaltet meinen Trupp. Eure Soldaten sind im Ausland. Alter, wir brauchen mehr Fisch, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal klar. Der Fisch ist... Ja, behaltet meine Truppen. Ich habe schon kapiert, dass ihr immer meine Truppen behalten wollt. Ihr habt das... Ihr habt meine Leute sehr, sehr gerne. Ich check schon, ich check schon. Aber meine Fischer müssten eigentlich voll gut arbeiten mittlerweile. Und halt dementsprechend noch hackeln, oder? Also der Weg ist halt dementsprechend lang. Vielleicht muss ich hier nochmal eine Brücke schnell rüberbauen oder so. Das müsste man halt schauen, wie das läuft. Behaltet meine Truppen, ja, ja. Es ist halt doch gerade aktuell eng. Und das, dadurch, dass der Fisch leer ist, ist natürlich dementsprechend auch das alles nicht so praktisch. Das verstehe ich. Ich habe doch den Fisch mal weggetan, oder? Bin ich jetzt komplett doof? Hier ist Fisch drin und hier kann der auch aufgefüllt werden. Wir müssen halt jetzt den ganzen Fisch mal hier sammeln, weil ich glaube, jetzt hat... Wird natürlich, glaube ich, die Menge eher das Problem, weil hier sind natürlich 5, 5, 5, 5. Ich kann inzwischen doch ganz schön viele Leute abnehmen. Das ist auch fertig, perfekt. Jetzt sind hier natürlich auch schon wieder 7 Fischer, die ordentlich hackeln. Das ist eigentlich fast die Verdoppelung unserer Fischproduktion, oder? Das ist die Verdoppelung unserer Fischproduktion. What? Und die haben vor allem auch keinen Weg. Weil die fahren raus, angeln und fahren wieder rein und fertig. Das ist ja dezent easy. Dezent, vielleicht untertrieben. Voll easy. Also während die hier einmal hier außen rum schippern müssen, um hier bis hier zu kommen, fahren die vor zurück, vor zurück. Jetzt haben sich weitere entschieden, hier zu bleiben. Das finde ich gut, weil die Sammlerhütte würde ich auch gerne bald mal wieder... Oder die Sammlerhütte muss jetzt auch mal aktiviert werden. Na, ich habe nur einen Sammler aktuell. Und ich glaube, die sind auch dann bald mal dran mit dem Abbauen. Habe ich jetzt eigentlich schon mal hier markiert mit dem Abbaugebiet? Nee, habe ich nicht, ne? Jetzt können wir jetzt hier auch die Außenlinien schnell ziehen. Zack. Dann füllen wir das alles mal auf. Ganz gemütlich. So. Laden. Die sollen jetzt hier nicht die Scham zeigen. Also eigentlich kann ich hier das... Komplette Aufforstungsgebiet laden. Ja, ja, das sollen sie ruhig machen.
Wenn einer stirbt, wir können die nachholen, aber Hauptsache, wir haben jetzt hier mal gut ausgebildete Soldaten bald am Feld. Weil dann, nur dann, haben wir ein gutes Leben. Da können wir sie erst rumlassen, da werden sie sicher nicht so schnell einwachsen. Da, wo sie schon gewachsen sind, sollten wir vielleicht ihnen erleichtern. Ja, laden. Lad ihn und ihn sichern. Schnell, schnell. Entladet die Waffe, Jungs. Window. Lad mal deine Waffe nach. So, jetzt sind wir ganz gemütlich noch schnell alles blockieren. Wir sollten unsere Holzfäller auch dementsprechend was mal zu tun haben. Es schaut so nach unseren drei Holzfällern aus hier. Ja, und die gehen schon hier in den nächstbesten Wald und hacken hier gleich mal alles um. Das ist perfekt. Genau, wenn so würde ich es eigentlich haben, dass es läuft. Und ich hoffe auch, dass der Fisch jetzt dementsprechend mal wieder steigt. Es wäre auf jeden Fall von sehr großem Vorteil, wenn der Fisch mal wieder steigt. 20 Fische haben wir auf Lager. Das hört sich gut an. Gut, 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 gut. Wie schaut es hier aus? Habe ich genug Mitarbeiter auf dem Platz? Hallo. Oh du, ich auch am Markt, du. Der, oh du, der ich auch. Jeden Tag ist der da, du. Was ist der ein leerer Stand hat der da? Ach, das ist der für spezielle Sachen, ne? Das war doch noch ein leerer Stand hier war noch ein Lebensmittel. Warum ist der leer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber wir können hier eigentlich mal noch einen Brothändler reintun. Weil hier arbeitet jemand. Dann wird hier wenigstens ein bisschen gehagelt, ne? Ein bisschen gehagelt wird. So, jetzt habe ich kurz mal irgendwo zu antworten müssen. Jens, kurz noch. Denn ich tue jetzt hier noch spätabends auch aufnehmen, wo gerne Leute auch mal schreiben, ne? Und da sollte man auch mal zwischendurch antworten. Und ein kleiner Cut, den kriege ich hin. Hoffe ich. Wenn ich den nicht hinkriege, shame on me. Oh, meine Soldaten sind zurück. Warte mal, wo kommen die her? Und vor allem, welcher Trupp? Da kommt einer. Oder? Wie viel seid denn ihr? Schaut nach zwei aus. Da kommt noch ein Trupp jetzt, glaube ich, gleich nach. Das schaut nach noch ein paar mehr aus. Eure Soldaten sind zurück. Sie waren siegreich. Wie war der andere Trupp? War der auch siegreich? Das Tolle ist ja, ich werde es nie erfahren, weil ich sehe nichts. Wo ist der Trupp? Der eine Trupp kommt jetzt. Ah, war auch siegreich und war auch siegreich. Yes. 28, 43 Brot. Das ganze Gold, mit dem kann ich eh nichts anfangen, weil ich nichts lagern kann. Ich brauche größere Lagereinheiten. Ey. What? 3000 und ich kann es nicht lagern. Nein. Ich kann es nicht lagern. Wollt ihr mich verarschen? Alter. Jetzt kann es nur noch schlimmer kommen. Da habe ich den größten Trupp hingeschickt. Wenn jetzt auf 4000 steht. Ich köpfe mich. Ich köpfe. Stopp. Nein. 5000 Gold in den Sand gesetzt. 5000 Gold. Ne, 6000. Kann mich jemand killen? Ich habe gerade eiskalt 6000 Gold in den Sand gesetzt. Weil ich nichts lagern kann. Ah. Wollt ihr mich komplett verarschen? Ich habe 600 Gold eiskalt in den Sand gesetzt. Ah, ich kann mich... Killt mich ja bitte. Das kriegt doch auch nur ich hin. Mann. Oh Gott. Was ist das denn? Ach, sie wollen alles zu Leibeigenen befördert werden. Ja, ja, kommt mal. Macht mal eine Leibeigene hier. Und da wollen noch ein paar zu... Soldaten befördert werden. Gut genug. Genügend Beförderungen für heute. Wegtreten! Alter, nee. Der Wald wächst und gedeiht aber ordentlich, du. Jetzt kann ich ja auch mal anfangen, hier nochmal über Leute einzusetzen. Der Holzfäller kriegt nochmal schon einen hier. Wir mindestens jedes Holzlager mit einer Person besetzen. Wenn natürlich zwei werden, immer besser. Wenn nicht sogar voll besetzen.
Weil dann haben wir genug Arbeiter überall im Wald, dann wird es gleichmäßig so ein bisschen bearbeitet. Ja, der ist voll, perfekt. Gibt da auch noch einer? Bitte, 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 bitte. Verdammt. Und cool. Aber hey, ich bin mal interessiert, wie gut sich das jetzt entwickelt, weil Holz kriegen wir jetzt wahrscheinlich in Tonnen ran. Und das bedeutet, ich kann hier noch eine Brücke rüberbauen. Und diesmal eine Holzbrücke. Das mit der Steinbrücke tue ich mir nichts mehr an. Zypresse, Zirnstock, Zaun, Holzbrücke. So, und dann... Ich hoffe, das blockiert jetzt nicht. Das wird halt meine größte... Hey! Wie viel kostet die? 315 Brett. Ah, das kriegen wir schon irgendwie. Ich hoffe mal, dass das gut funktioniert. Jetzt werden Wohnhäuser wieder gepumpt wie irre. Aber hier, schau, die oben entstehen alle hier oben. Das ist super. Und noch viel mehr Geld. Schön. Ganz viel Geld. Aber unsere Stadt hat sich echt gut entwickelt. Schaut euch das mal an. Wow. Also das Bild ist echt schön für die Götter eigentlich. Ah, schon drin, hä? Wie viele Bretter haben wir auf Lager? Ja, 60. Aber Holz haben wir jetzt natürlich auch dezent Tonnen in Lager. 7 Dorfbewohner. Warum fehlt es 7 Dorfbewohner an Platz für Häuser? Okay, vielleicht sollte ich echt die Wildschweinproduktion mal hier wegsetzen. Ich entlasse euch mal alle aus dem Dienst. Genauso entlasse ich dich aus dem Dienst. Es tut mir leid, aber ihr werdet jetzt alle hier entlassen. Auch der Wildjäger muss weg. Denn ich würde sagen, wir tun hier jetzt noch eiskalt Wohnungen hinsetzen. Weil ich glaube, die wollen auch nochmal nach hier. Und hier wäre ein guter Überpunkt noch. Und bis die Brücke steht... Das könnte noch ein, zwei Jährchen dauern, du. Jetzt löschen wir die Hütte. Löschen. 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 Weil dann können wir hier drüben eigentlich noch hier ein Lager und hier so ein Essenslager vielleicht hinstellen. Vielleicht hilft das was. Oh, genau. Ich müsste hier wahrscheinlich eine Abtrennung noch machen. Weil hier ist natürlich ein Köhler aufgestellt. Das ist natürlich wieder... Oh, beschissen. So, das Jagdgebiet, das kann jetzt mal hier weg. Das alte, gute Jagdgebiet, ne, das benötigen wir draußen nicht mehr. Dann müssen wir die Aufforstung deaktivieren. Ich finde es geil, dass es da hellgrün ist und hier schaut es eher so bläulich aus. So, und jetzt der Abbau. Der kommt jetzt ja auch komplett weg. Ganz, ganz easy. Oh, da sind noch ein paar Flecken übrig. Die habe ich übersehen. Also meine Stimme in letzter Zeit ist es mit meinem Hals nicht unbedingt schön angenehm. Jagdgebiet hier auch noch weg. Und Wohngebiet. Was finden die jetzt hin? Aber ich kann ja schon mal hier zum Beispiel sagen, bis hier runter. Könnt ihr bauen. Ich überlege mal, wie ich hier noch schön... Wenn ich hier einfach nur in so einen Zierbaumstrauch setze. Also wirklich jetzt mal... Es schaut wahrscheinlich komplett beschissen aus, aber warte mal. Wir nehmen jetzt hier unsere neuen Zierben... Ne, die wie heißen die? Zypressen. Und die setzen wir jetzt... Oh, fuck, das war der falsche. Zypresse. Auch hier so drum. Zack, 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 zack. Das sind ja dann tonnenweise Zypressen, die auf einmal hier stehen. Und da entsteht schon das erste Haus. Wusste ich doch, dass das Ding gefallen wird. Gefallen. Oh, Alter, meine Stimme, ne? Die hat dezenten... Und, ja, die leben hier, oh, ich glaube mal, die werden da gut leben können. Ansonsten muss man ja echt noch ein weiteres Wohngebiet, vielleicht doch hier noch weiter, das hier so weiterziehen und hier weiter das Wohngebiet aufziehen. Hm, wäre auch eine Idee.
Jetzt fehlt 12 Leuten das. Was machen die? Warum werden es immer mehr, den Wohngebiet fehlt? 13? 14? Wollt ihr hier drüben wohnen oder was? Wir können hier natürlich auch noch ein kleines Wohngebiet hinsetzen. Muss ich halt. Wir können natürlich ein außerordentliches Dorf bauen. Aber das schaut doch scheiße aus. Okay, man könnte das natürlich hier abschirmen und dann hier draus noch Wohngebietfläche machen, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, warte mal, wir tun die Aufforstung und den Abbau. Ja, wegmachen. Aufforstung beenden wir auch genau hier. Und dann sagen wir, okay, aktuelles Wohngebiet neues. Darf bis hier entstehen. Hm. Dann müssen wir natürlich noch irgendwas um den Typen drum machen, damit die da. Machen einfach so. Zack, 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 zack. Fertig. Schon easy gelöst. Einer verbittet um eine Audienz. Was willst du? 30 Bären. Behalte die blöden. Ich habe 17 Bären nur. What? Und hier drüben können wir nicht außerdem mal vielleicht hier, warte mal, bauen. Ein Dings, eine. Wo ist es denn? Lagerhaus. Nee. Steinmetzbrunnen, Speicher. Ein Speicher setzen wir mal hier neben den Eingang hin. Weil, damit die jetzt sozusagen hier den Fisch direkt und die Bären sammeln können und dann halt weiter notfalls transportiert wird. Ich glaube, das wäre gar nicht doof. Natürlich, durch die neue Brücke wird auch hier wieder reger Durchfluss passieren können, aber auch nicht so viel wahrscheinlich wie gehofft bei manchen Leuten. Hier setzen wir noch eine Schafsfigur hin, damit die sich freuen. Ja, dann sind hier vielleicht die Probleme auch wieder gelöst, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Hier setzen wir jetzt auch nochmal einen Springbrunnen. Können wir auch hier hinsetzen. Oh. Das ist da auch was. Und dann setzen wir nicht noch hin noch einen Brunnen in die Nähe hin. So. Damit sie sich da auch freuen können. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao! Everything changes.